Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu LS17, dem Projekt Classic auf Münsterland TV. Zusammen mit dem Jim. Servus. Und dem Smoky Snake hinter uns. Wir sind noch weiter bei der Pappel Party. Naja, Party, fehlen einfach die Papphüte, aber die werden ja aus diesen Pappelresten, also die Hackschüsseln gemacht, Pappe. Ja, wir haben gestern, ich glaube, eine gute halbe Stunde aufgenommen und haben ja diesen Außenkranz gemacht. Und sind jetzt hier weiter beschäftigt, sind um die 200.000 Hackschüsse schon zusammengekommen. Gespannt, was am Schluss da rumkommt. Ich werde jetzt gleich den grauen Anhänger austauschen, weil wir doch zwischendurch dann ja einfach nichts rausschießt, weil er den Trigger nicht findet. Und da er halt keinen Zwischenspeicher hat, dieser Hexer, den wir haben hier vorne. Wie das? Voll. Stell dir beim Händler schon mal den hin. Wunderbar. Okay. Und los. Die Reste gehen wir alle am Schluss noch mal durch. Entweder hänge ich da einen Anhänger dahinter, die ganzen Reste zu einsammeln. Aber erstmal geht es um die breite Masse, die wir hier machen. So, aktueller Zwischenstand. 29% gefüllt. Ja. 268.667. Dann gehen aber mehr als 500.000 rein, oder? Definitiv. Zumindest wenn die Prozentrechnung stimmt, ja. Ja, das Gute ist, dass die Fruchtzerstörung aus ist, sonst würden wir uns hier oder ich ganz viel kaputt fahren. Dadurch, dass der vorne ja nicht mitlenkt, der immer erst ein bisschen später in die Bahn rein. Und mal zurück. Oder auch nicht. Der Jim geht eben den Anhänger holen, den anderen, damit wir da nicht so viel Verluste haben. Ja, so ist der Anhänger ja wunderbar. Also man kann ja eine Menge damit fahren. Genau, ich würde halt nicht abgeben wollen, weil du kannst halt Schüttgut fahren, dann doch mal wieder ein paar Paletten drauf machen und. Das ist halt ganz cool. Voll. Brems. Ja, das ist auch blöd. Ja. Ja, das haben wir auch erstmal. Ja, bin beim Händler eingetroffen. Sehr schön. Gleich ankoppeln, dann ins Lob weiter. Hänger.
Ja, hier drüben lagern wir alles ein. German Pellets. Energy, die nachwächst. Stimmt in dem Fall sogar. Arbeitskräfte sind voll. 23.000. 1000. Tausend sind schon drin. Lager. Und guck mal da. Außer wäre da nichts drin. Aber das läuft erst, glaube ich, langsam durch. Ja, genau. 29.000 geht. Fällt da oben erst alles durch diesen Lüfter, warum auch immer. Weil wird das getrocknet. Dann ist das hochwertige Ware. Einspringen. Oh, da steht schon einer. Oh. Lalala. Wo warst du denn so lang, Jung? Na, so. Ja, musst du noch ein kühles Blonde trinken hier. Ja, hoffentlich alkoholfrei. Immer, immer Schärfe. So. Ja, mal gucken, ob wir das Lager voll bekommen. War das jetzt gerade bei dir 29% oder sowas? Und lass uns mal die Trecker tauschen. Mal gucken, ob das was ausmacht. Grundlager. Bitte, bitte. Sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber den Frontlader jetzt hier. Und fährt er schneller? Ja, ich wollte gleich noch mal gucken, weil gerade war ich in der Kurvenfahrt, also schneller Endgeschwindigkeit nicht, aber wenn dann ging es ums Anfahren und da glaube ich ging es schneller. Solange deiner die 40.000 zieht, können wir es ja so lassen. Ja, brauche ich erstmal 40.000 von dir. War die Streifen hier weg? Nicht? Ich werde auch erst mit 3 km/h an. Jetzt auch 4. Das ist vom Wechsler dann. Genau. Anfahren ist irgendwie realistisch langsam. Bei unrealistisch weiß ich nicht, weil ich das Ding noch nicht saß, aber wenn die Dinger sich einmal bewegen, dann muss er ja die restliche Energie zum Starten nehmen können oder zum Anfahren. Im Moment. Erst müsst da nicht so nah ranfahren mit dem Anhänger.
echt ganz gut. Bin noch von dem anderen gewöhnt, deswegen. Dazu 96% voll. Next one, please. So. Nur noch sowas haben für Holz, diesen Lager. Und das verschwindet ja nach einer Zeit, hast du gesagt, ne? Ja, wer weiß, was das war. Diese zwei großen Holzstammlager. Mal gucken, ich werde heute mal ein Singleplayer 7 Days mal wieder anfangen. Abend. Ob ich finde oder ob ich allein drauf das Spiel. 7 Days war auch immer lustig. Das ist auch so ein Survival Game oder? Ja, bauen und so, also Minecraft auf Erwachsen mit Zombies und baust aber auch ja, baust Häuser, Abwehr und Verteidigung mit Strom und alles mittlerweile. Und ja. Also wenn du The Forest magst, dann wirst du das lieben. Also The Forest ist eigentlich sehr einfach dagegen. Weil du hast dann alle 7 Tagen kommt eine Horde, da kannst du dich drauf vorbereiten und dann hast du auch Wanderhorden und einzelne Horden, einzelne Zombies. Und jetzt nochmal zurück gleich. Na gut, bei The Frost, dann brauchst du bloß mal um die Ecke hin, da kommt die nächste Horde. Ja. Ja, hier kann das auch sein, dass du eine Wanderhorde hast, aber nachts rennen die und am Tag gehen die halt normal, wenn du es so einstellst, der Server, ne? Und kannst halt wirklich richtig gut bauen. Es gibt Leute, die bauen riesen Paläste und Abwehrtürme haben wir auch schon gebaut und ach, das Mögliche. Und jetzt mittlerweile mit Strom hast du dann auch Umschlag kriegen, dass du Selbstschussanlagen hast und richtig weit gehen. Und musst halt vieles erstmal entdecken, dass du es überhaupt bauen kannst oder halt dich hochskillen, leveln, damit du dementsprechend dann über Skillpunkte dann solche Beton machen kannst irgendwann mal. Anfang machst du halt mit Holz oder mit Eisen dann halt deine Wände. Kannst dann upgraden auf Beton und so. Ja, und so. Ja, dann hast du ein Minibike, kannst du dann auch irgendwann mal bauen. Kannst damit rumfahren, um Sachen looten und gucken, dass du dir auch eine Waffe zusammenbauen kannst. Oder halt einen Pfeil und Bogen oder halt eine neue, in die sich, also eine neue Pfeil und Bogen. Gerne das Ding. Weiter. Die Möglichkeiten dann.
rundes Feld machen wir nicht wieder. Stopp! So, weiter geht's. Und zunächst. Das Murmeltier. Aber guck mal, der Rand, der wird schon immer größer. Einige 4, 5. Geht's hier bergauf oder warum? Leicht, ja. Die Ecke hier ist so extrem mit der Anfahrt. Das Ding. Und das gerade irgendwie ab. Anzug. So ein Dreieck da. Wollen wir nicht mehr im Kreis fahren? Das Pappeldreieck. Richtig. Ja, 500.000 müssen wir ja bald erreicht haben. Oder dass ich einen größeren Bogen machen kann. Ich einen größeren Bogen, du sollst vorfahren. Ja, der ist nicht so stark hier, der Traktor. Hat man keine, du kannst weiter wegfahren, du musst gar nicht so da ranfahren, dann habe ich auch eine Möglichkeit, einen Bogen zu. Und ziemlich weit, zumindest in diesen Anhänger rein. Wie hat der mehr Energie, wenn er am Schneiden ist, als wenn er leer am Fahren ist? Ich mache noch einen Kipper vorher und dann muss ich erstmal gehen. Ja, okay.
Voll. Voll, voll. Konzentriert alle hier. Ja, fehlt nur noch, dass die Bundeswehr hier wieder ausrückt und uns die Straße hier sperrt. Und dann kannst du durchs Bundeswehrgelände fahren. Aber nervt dann trotzdem, ja. Aber war ja erst vor kurzem, von daher denke ich, dass wir da noch ein bisschen Ruhe haben. Fahren Sie sich schnell rückwärts. Vielleicht müssen wir doch beim nächsten Mal dann dieses andere Frontdings reinmachen. Von Kemper, glaube ich, ne? Und den Häcksler ganz normal. Der Vorteil an dem Feld ist halt die Nähe zum Lager, aber... Ja, ist aber trotzdem in Ordnung. Oh, ist das schon fast fertig hier alles. Oh, es gibt immer was. Ah. Ecke. Hier ist auf jeden Fall ein Berg in der Ecke. Das, Berg ist ja gut. Kinder und jetzt gibt auch Gas. Ja, Pascal spielt ganz safe the auto. Und Jugend von heute. Keine Zeit für Standards. Festgelegte Sachen. Aber wir schaffen es ja auch hier. Also, ich glaube, zwei mehr wäre sowieso Überforderung hier. Wären wir schon wieder zu eng. Dadurch, dass die Abfahrt ja gar nicht so weit ist. Ja, ihr werdet es ja dann sehen in den laufenden Wochen, wie lange uns der Lagerbestand bestehen bleibt. Den ein oder anderen Anhänger werden wir noch voll bekommen durch die Hackschüssel im Wald. Aber die Betonung liegt auf Wochen. Ja. Ich denke schon, dass wir 1, 2, 3 Wochen damit auskommen werden, oder? Naja, könnte ja. Einer bestimmt. Der Pelletwerk werden wir jetzt voll knallen mit Gas und so, dass es halt komplett ein Lager dann voll sind von dem. Das Produktionslager, Produktionsstätte. Und mal sehen. Je nachdem, wie schnell wir die Tricke immer lernen, kann er ja weiter produzieren. Gas.
Minimal. Echt, bei mir ist voll. Oh. Gut. Wenn schon, denn schon. Und gerade Zahl ja, geht doch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Daumen da. Komm, ich mach nochmal Thumbnail, wo wir alle daraus sind. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.